willkommen bei Samaya Marketing im wunderschönen grünen Bielefeld hier am Teutoburger Wald. Wir nehmen euch jetzt mit und zeigen euch unseren Arbeitsalltag. Wir sind Samaya Marketing, wir sind eine Social Media Agentur und wir haben uns zum 1.9. gegründet. Wir machen alles rund um das Thema Social Media Marketing und beraten oder unterstützen Kunden in OWL und natürlich in ganz Deutschland. Samaya Marketing bedeutet übersetzt Social Marketing, denn das Wort Samaya kommt aus dem Singhalesischen, das ist meine Muttersprache. Ich habe nämlich meine Wurzeln in Sri Lanka. Vielleicht ganz kurz zu mir, mein Name ist Gina, ich bin 29 Jahre alt und bin verheiratet, hier in Bielefeld geboren und aufgewachsen und habe auch vorher einige Zeit im Social Media Marketing gearbeitet und da habe ich auch meine Kollegin Jenny kennengelernt. Ich bin Jenny, Jennifer Südmersen, vor kurzem 30 Jahre alt geworden und komme auch aus Ostwestfalen, aus Bad Oeynhausen. Ich habe auch zuvor im Social Media Marketing gearbeitet, als Social Media Managerin in verschiedenen Branchen, bis ich dann Gina kennengelernt habe in unserer letzten Station kurz vor der Gründung in einem E-Commerce-Unternehmen. Ja, wir bieten unseren Kunden alles rund um Social Media Marketing, angefangen von der Konzeptionierung und Strategie. Das heißt, wenn ich als Unternehmen Social Media Maßnahmen durchführen möchte, dann muss ich mir natürlich erstmal eine geeignete Strategie überlegen. Das heißt, wer ist meine Zielgruppe, wen möchte ich erreichen, was sind meine Ziele, was möchte ich eigentlich genau mit meinen Social Media Aktivitäten erreichen. Und das heißt, man überlegt sich erstmal eine Strategie und entwickelt ein Konzept, das perfekt auf die Zielgruppe zugeschnitten ist, die ich erreichen möchte. Wir bieten auch an, dass wir Unternehmen nicht nur diese Strategie ausarbeiten und die Umsetzung durchführen, sondern für die Unternehmen, die das Ganze in-house machen möchten, bieten wir auch Workshops und Schulungen an und schulen im Prinzip das Personal, sodass dann das, was wir ihnen mit auf den Weg geben, später im Unternehmen umgesetzt werden kann. Unsere Bereiche sind dabei hauptsächlich das Thema Employer Branding, das heißt, wenn jetzt ein Unternehmen Mitarbeiter gewinnen möchte, aber auch das Thema Markenaufbau, wenn ich als Unternehmen einfach mein Image pflegen will oder einfach nur Social Media mitnehmen möchte, weil es einfach mittlerweile jeder macht. Ein anderer wichtiger Part von uns ist die Content-Produktion, weil ohne ein schönes Bild geht halt gar nichts im Marketing. Und darauf aufbauend auf die Strategie, die wir zuvor erarbeitet haben, werden dann eben passende Bildmaterialien zusammengestellt, dass eben das Image rüberkommt von dem jeweiligen Unternehmen und vor allem ja auch die CI sehr deutlich wird, um sich dann auch eben abzuheben von der Konkurrenz. Ja, das Thema Selbstständigkeit war eigentlich für uns immer schon interessant. Wir haben in der Vergangenheit schon oft darüber rumgeblödelt, dass wir uns irgendwann mal selbstständig machen, irgendwann mal unsere eigene Agentur haben, weil wir uns einfach in unseren Kompetenzen super ergänzen. Ich bin die Strategin, die quasi immer so das ganze Projektmanagement macht. Jenny ist die Kreative, die die Vision hat und der Profi ist im Bereich bunte Bilder. Und deswegen haben wir immer schon darüber fantasiert. Wir haben auch bei unserem ehemaligen Arbeitgeber auch genau in dieser Konstellation zusammengearbeitet und wussten dementsprechend schon, wo die Stärken und Schwächen des anderen sind und wie wir uns bestmöglich ergänzen. Und warum wir uns eigentlich selbstständig machen wollten. Also wenn ich jetzt nur auf mich schaue, ich bin ein Mensch, der immer sehr viel auf einmal möchte. Ich habe immer viele Projekte. Also ich bin nicht der Klassische, der wirklich nur einen Job hat und den bis zum Rest des Lebens durchzieht, sondern mir war eigentlich schon nach dem Studium klar, dass ich auf jeden Fall meine Promotion machen möchte und auch nebenbei im akademischen Feld arbeiten will. Und eine Selbstständigkeit ist da natürlich hilfreich, weil man einfach alles viel besser miteinander kombinieren und vereinbaren kann. Und das war eben einer meiner Beweggründe, aber auch das selbstbestimmte Arbeiten, sein eigener Chef zu sein, seine eigenen Ideen umzusetzen. Und das war einer der Beweggründe, warum wir uns entschieden haben, uns selbstständig zu machen.